Moin Leute, willkommen zurück. Wir sind heute mal wieder bei GTA Online unterwegs. Mit dabei ist der Pro-Noob-Camper. Wie die letzten Male auch schon bei GTA. Und wir haben von dem Martin eine tolle Aufgabe bekommen. Komm, wir gehen mal gerade in meine Garage. Ich glaube, damit wirst du jetzt eh mit hingebracht. Warte. Alle in Ja. die Garage. So. Auf Wunsch des Besitzers werden alle. Geh mal hier in den Weißen. Ei, du bist weg. Ja, dann geh mal zum Garagentor. Oh, kann ja kein Clown, das ist scheiße. Okay. Wo bist du? Entschuldigt, wenn das, wenn der Pro-Noob Camper etwas dumpf ist vom Klang her. Wir sind momentan noch so ein bisschen am Ausprobieren mit den Aufnahmen. Und, jetzt zum Beispiel geht's besser gerade. Jetzt ist besser. Jetzt ist gerade besser. Jetzt bist du zumindest klarer zu hören. Das ist schön. Gerade eben war wie durch so eine Bettdecke gesprochen. So, ich fahr uns dahin. Aber du kannst ja schon mal vorlesen, was wir machen müssen. Ich brauche ein Foto von der Leiche des Richters. Ich will es ein paar befreundeten Senatoren schicken. Ich schätze mal, dass uns vorher gesagt wurde, dass wir einen Richter umbringen müssen. Weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass wir ein Foto von dem von der Leiche von ihm brauchen. Nein, du musst mal ja. Handy aufrufen und dann auf Jobliste gehen. Ja. Da steht ja, was wir machen sollen. Ach, jetzt habe ich... Wässer den Weinberg. Jeder, den ich kenne, weiß, dass ich fest an das US-Justizsystem glaube. Jedes System, das die Armen wegschaut, die Reichen verschont, ist unterstützenswert. Leider gibt es einen Richter, der nicht versteht, wie die Sache in diesem Land läuft. Er ist auf dem Marlow-Weingut. Erlege ihn als abschreckendes Beispiel. Yep. Ja, ihr habt es wieder gehört, es gab zwischendurch wieder Probleme. Ich bitte euch, das zu entschuldigen. Wir werden versuchen, das rauszukriegen, aber ich kann das leider noch nicht versprechen. Wir lassen uns aber was einfallen, damit der auch wieder vernünftig zu hören ist. Aber jetzt knallen wir erstmal einen Richter ab und machen schöne Selfies davon. Klassische Wochenendbeschäftigung. Ja, klar. Ich glaub, du hättest einfach querfett einfahren sollen. Fahr mal hier hoch. Aber da kommen die Weinberge und die sind steinhart. Jetzt haben wir ja, aber hier geht ein Mittelweg durch. Das hat uns locker 10 bis 15 Sekunden gespielt. Wow. Ach, viel zu stark abgebremst. Das ist alles Zeit, die du später rendern musst, mein Freund. Oh, schrecklich, ich bin in Sachen Autofahren noch voll im Forza-Modus. Da musst du immer vor den Kurven immer voll stark abbremsen, damit dir nicht die Karre unterm Arsch wegrutscht. Das ist halt hier nicht der Fall. Ach, hier gibt's Wachen. Ja, guck mal da links. Warte mal gerade, wir starten hier erstmal. Ich rufe meine Kumpels hier an. So. Was? Guck mal, ob die uns so etwas schicken können. Weißt du noch gar nicht, wie schwer der Job ist? Warte doch. Du siehst, das war so klar. Ich kann hier die Söldner nicht rufen. Unterstützungshubschrauber. Ich habe auch schwer gestellt und ich hoffe, dass es einfach mal angemessen ist. Der Schwierigkeitsgrad. Aber guck mal, da tauchen noch immer mehr auf. Ich gehe hier oben lang. Ich sehe da immer noch keinen. Boah, eine andere Waffe. Flieht der? Keine Ahnung. Gut, dass ich mir gerade einen Lenkraketenwerfer geholt habe. Oder ein Ziso. Nein, oder was auch immer das war. Wir hätten einfach den Wagen nehmen sollen. Ja, ich glaube, der flieht mit dem Wagen. Bleib mal gerade bitte. Ja, der haut ab mit dem Wagen. Der haut ab mit dem Wagen. Schnell wieder nach oben. Ach, scheiße. Ich kann ja in den Berg nicht vernünftig hochrennen. Kacke, das hätten wir echt besser angehen können. Das ist dein Helikopter, ne? Ja, aber der ist sofort weg. Scheiße.
Joa, kennst du auch gerade den Berg hoch oder nicht? Ja. Yeah. Was man so Rennen nennen kann. Kennst du dir nicht von den Leuten da? Kannst du dir nicht von den Leuten von hier Murray River oder was war das? Einen Helikopter bringen lassen? Wohin latschst du? Ich dachte, du wärst noch unterwegs. Markier mal, please, auf der Karte seinen aktuellen Standpunkt. Oh, fuck. Scheiße. Fuck. Der ist richtig weit weg, ne? Ja, noch geht es so halbwegs, aber. Das ist. Oh, das ist klasse, der Busch wieder aus Stein. Das ist ey, so ein Kack. Nein, da kommen wir hier nicht durch, Mann! Der fährt gerade in Richtung. Des Gef. Ist das da? Ich glaube, das ist da. Da. Müsste das sein, vom Gefängnis da, wo Trevor ist. So, mal gucken. Ich will hier einfach. Ja, ich will hier runter vom Berg. Scheiße, wir fahren weiter hoch. Hier geht's runter. Der ist relativ nass. So. Sollte doch zumindest mal ein bisschen Zeit erspart haben. Ja, der fährt Richtung. Ich hoffe, der auf dem Ding bleibt. Siehst du eigentlich meinen Wegpunkt? Ja. Dann ist gut. Ja. Und wie geht's dir so? Ja, nee, ist klar. Aber wir. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, wir nähern uns, aber der Wegpunkt ist ja. Bewegt sich ja mit, nicht mit. Punkt und das andere bewegt sich. Ja, aber der Wegpunkt ist weiter weggesetzt als das Fahrzeug bisher ist, ne? Das ist gut, weil wir sind jetzt bei 220 von Kilometern her. Das heißt, das kriegen wir ganz gut hin. Oh, den Piss haben wir. Ah, scheiße. Das war knapp. Ah, vielleicht ist er da, ne? Er ist ja, aber jetzt sind es nur noch 1,60. Das läuft langsam, das läuft. Jetzt ist er da. Ist noch die Frage, wo er abbiegt. Bleibt der da drauf? Oh, scheiße, ist klar. Voll die Kante erwischt. Das läuft echt gar nicht gut gerade. Guck mal, welche Waffe ich gewählt habe. So, oh. Er biegt auf die große Autobahn ein. Ja, weil ich könnte dann abkürzen, wenn er da definitiv entfährt. Ach nee, der fährt ja. Schon aus. Ja, aber der fährt in die Richtung Los Santos. Ach so, nee, das nicht. Das war schnell. Oh, scheiße. Oder du bist einfach nur langsam. Ja, nur dass ich gerade, weiß nicht, 3 oder 4 Kilometer einfach aufgeholt habe. Oh, jetzt wechseln wir hier schön den Streifen. Ich sehe ihn aber auf der Karte schon. Gut, einfach mal die Mission so ein bisschen in die Länge gestreckt. Warum auch nicht? Zielen können wir auch, die Scheibe ist schon kaputt. Ich habe mal, glaube ich, eine. Oh, was war das? Eine Viertelstunde oder so, irgendeinen hier online verfolgt. Weil ich erst den Wagen raussuchen musste. Und dann habe ich mich irgendwie verfahren, weil ich dachte, das wäre eine Abkürzung und so weiter. Ja, das war echt schlimm. Eine Viertelstunde einfach nur hin und her fahren. Jetzt nimm ruhig schon mal deine Waffe raus, dass du zielen kannst. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Boah. Ja, wir sind langsam echt verdammt nah dran. Ist der an genau dem. Vor uns? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ja, getroffen. Nimm mal das Foto, bleib du im Wagen. Nein, nee, fahr rein. Alles easy. Hast du ihn? Warte. Lad doch. So. Wunderschön. Oh.
Ja, zeig dir mit dem Mittelfinger. Boah, 10 Kilometer. Nicht rumschießen, nicht, dass die Bullen noch kommen. Das ist richtig spannend. Das schießt auf uns. So. Einfach mal von 10 auf 8 Kilometer verkürzt. Irgendwie fahren die gerade alle voll Assi. Wetter ist schön, ne? Ist richtig nice hier. Und knappe Sache. Ein Hammer-Fahrstil. Ich liebe es so an dieser Karre, dass sie kaum kaputt geht. Du hättest gerade abbiegen sollen. Ehrlich? Ja, jetzt ist es länger. Oder ich biege noch ab. Nee. Das ist dann doch nicht in Los Santos. Boah! Nein, das ist doch. Sein Haus ist doch irgendwo auf dem Berg, oder nicht? What? Ach ja, hier sind die. Hä? Ach! Kampagne. Das Haus, wo du die Dings wegziehst. Ja, ach nee. Interesse. Ja, nee, hatte der nicht auch noch ein anderes? Aber das war nur in der Kampagne, ne? Dass man dann ein anderes geht, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wir folgen uns einfach mal den Weg. Wow. Das wird schon passen. Aber weißt du, was ich gedacht habe? Ich dachte ehrlich gesagt, dass man irgendwie mit Trevor oder so im Knast spielt. Und dass da irgendwas mit dem Knast kommt, weil warum haben die sich da die Mühe gemacht und den ganzen Knast hingesetzt? Ohne dass du auch nur einmal da irgendwie hin musst. Wieso haben sie sich die Mühe gemacht und da überall Häuser hingesetzt, wo du nicht einmal rein musst? Ja, aber ich meine, so ein Knast ist doch eigentlich ideal. Oder ob das noch irgendwie ein, was weiß ich, ein Erweiterungs-Hack oder sowas kommt. Ein DLC oder so. Viel idealer wär's, wenn du nicht lecken würdest von der Stimme her. Von der Stimme her? Das ist schön. So. Das ist echt Mist. Geh ich wieder? Es geht. Naja, aber bei Red Dead Redemption, ne, den Western GTA, ne, auch von Rockstar, da hatten sie ja auch ein DLC, da gab es dann Zombies, ne? Und es gab mal ein Gerücht, dass sie es in GTA auch machen wollen. Ja, wäre doch geil. Ja, weil dann wäre nämlich auch wieder das Gefängnis ja ganz sinnvoll, dass man dann vielleicht irgendwie, oder ich, Walking Dead Style sich dann da versteckt oder sowas. Boah, das war knapp. Wofür haben wir jetzt alle Punkte bekommen, oder zumindest ich? Hast du auch Punkte bekommen? Dass du mitfährst, fahren zu zweit, bringt immer Punkte. Ernsthaft? Ja, genauso wie fliegen. Ja, oh, was meinen die beiden denn? Muss man sich ja nur bei irgendeinen reinsetzen und eine Weile warten. So ein paar Jahre. 200 Punkte sind nichts. Ja, hallo? Wenn du nicht gerade Level 1 bist. Wie gesagt, du bezahlst. Ja, man bezahlt einfach irgendjemanden. Der setzt sich dann immer für dich in irgendeinen Wagen und wartet. Und nach einem Jahr, nach 2 Jahren, bist du entlevel. Ja, also geh doch. Schön, mir schon. So, ich kann nicht versprechen, dass jetzt wieder regelmäßig die Videos kommen, aber wir versuchen es halt. Ist halt immer ein bisschen problematisch, ja, einen Zeitpunkt zu finden, wo beide können mit der Aufnahme, weil alleine sind die Missionen doof und langweilig. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren, klar, ihr kennt die ganzen Standardsachen. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis denn, ciao.